Morgen, liebe Freunde, ich habe gestern ein sehr interessantes Kommentar gekriegt auf mein Video Der Rückfall. Darauf will ich in dem Video eingehen und das kurz erklären. In Herrn Highhorse 420 habt ihr ein Abo da gelassen. Erstmals Dankeschön. Für dieses Shizuok-Video würde ich mich interessieren, wie man offensichtlich Themen aus Science Fiction, Esoterik, Bullshit, Musik, Filme und Serien, Rick and Morty, Dämonen, Geister, Multiversum-Theorie, Astralkörper, Fingerschnipsen von Thanos, mathematische Konzepte, Begriffe, Konstanten wie Pi oder so ein Ähnlichkeitssymptom überhaupt in die eigene Realität einbauen und zu akzeptieren kann. Also, ich mach da noch ein bisschen Licht. Es ist halt so, fangen wir von vorne an. Also, ich habe das so einbaut, alles in meiner Schizophrenie, weil ich ja ans Multiversum geglaubt habe oder glaub, und in der Theorie, die ich verglaubt habe, ist halt, dass es im Multiversum dann wirklich alles gibt. Und darum habe ich gedacht, dass jeder Film und jede Serie oder fast jeder Film und jede Serie im Multiversum real ist. Und ich habe halt von jedem Film und Serie, ich habe zum Beispiel mit Harry Potter reden können, ich habe mit Thanos reden können. Und ja, ich habe es halt geglaubt, weil ich schizophren bin. Und ja, fangen wir mal an. Zum Beispiel Rick and Morty, da weiß ich nicht, irgendwie habe ich geglaubt, dass es real ist. Ich habe es halt auch gehört und ich habe es auch gesehen. Also die Astralwesen von ihnen. Und es macht immer mehr weniger Sinn eigentlich. Und ja, ich habe halt auch Astralwesen sehen können und spüren können. Ist sehr, sehr interessant eigentlich. Und ich habe halt körperliche Halluzinationen. Da kann ich zum Beispiel die zwei Ricks. Also, ich erkläre das so. Fangen wir mal mit Pi an. Von Captain Peng gibt es ein Lied, das Pi heißt. Und ich bin halt am 3.1. geboren. Ist 3,1, wäre zufällig Pi. Und drum, durch die Sachen, die ich gehört habe, auch das Gasrauchen, habe ich eben geglaubt, dass ich die liegende Acht bin und die Mächte habe. Und das habe ich mal halt so programmiert, dass ich meine Mächte mit einem Fingerschnips kontrollieren kann, so als hätte ich Infinity Stones. Sorry, Anruf, aber ich will das jetzt fertig machen. Und ich habe auch mit der Pi reden können, ich habe sogar besiegt. Mit dem Multiversum. Das ist ein bisschen kompliziert, man muss sich das Lied anhören. Und ich habe es halt wirklich geglaubt, dass ich die liegende Acht bin und dass das Sinn macht. Und ich kann auch ein paar Geschichten erzählen, das werde ich auch, was ich so erlebt habe. Aber jetzt will ich einmal auf das Kommentar eingehen. Überhaupt in die eigene Realität und so akzeptieren kann. Ich habe es halt akzeptiert, weil ich wirklich auch unmögliche Sachen gesehen habe und Halluzinationen. Das Witzige daran ist, also witzig. Sie haben halt nie unmögliche Sachen sagen können und haben sich bei der Sprache sehr zurückgehalten mit Wörtern, die ich nicht kenne. Weil wenn ich die Wörter nicht kenne, kann ich ja logischerweise auch nicht. Naja, wo soll es herkommen, wenn es nicht in mein Unterbewusstsein ist, geht es halt nicht. Okay, ist ja wurscht. Ich gehe mal stark davon aus, dass dir bewusst ist, dass das so bloß von der Fantasie von irgendwelchen Menschen entstammt. Eben, und ich habe halt gedacht, dass Gaia, also die Erde, der Hauptplanet ist für den entscheidenden Kampf. Und da gibt es so viele gute Geschichten von mir, die haue ich immer wieder mal raus, vielleicht als Montagthema. Aber ja, machen wir mal da weiter. Ja, es ist Entertainment, aber ich habe geglaubt, dass das wirklich wie Doctor Strange und so, dass genau die genauso ausschauen im Multiversum. Und das geht nur, weil sich früher vor den Inkarnationen, bevor das Universum gelebt hat, das quasi noch vor dem vorher was war, das Nichts quasi, da muss man sich echt das Lied Captain Peng Pi anhören, dann versteht man es besser. Auf jeden Fall, ja, ist halt viel und ich habe viel erlebt das Jahr, das war alles das Jahr. Und ja, ich habe es halt wirklich geglaubt. Und teilweise glaube ich immer noch, mein Gehirn sucht jetzt immer mehr Sachen raus, warum es nicht real sein sollte, aber ich habe halt viele Sachen erlebt, das real sein könnte, auch durch körperliche Halluzinationen.
Und ja, das ist Problem. Konzept, ja, nicht mehr und nicht weniger. Also ja, es ist Unterhaltung, aber ich habe es halt wirklich geglaubt, wie ein Multiversum, weil es da ja alles geben müsste. Ne? Wenn es ein Multiversum gibt, dann soll es kein Rick Sanchez geben, wo das eh immer unwahrscheinlicher wird. Weil ganz ehrlich, warum sollten sich Leute opfern, dass es überall im Multiversum Doppelgänger gibt, nur weil wir auf der Erde einfach nicht mehr Schauspieler haben? Also, wenn man sich so überlegt, das ist eh kompletter Nonsens. Aber ja. Ich will da wirklich nicht zu nahe treten, aber ich finde das unheimlich interessant. Es ist auch scheiße interessant, ja. Wie können solche absurden Denkmuster entstehen? Schizophrenie kann auf alles zugreifen, quasi, was in meinem Unterbewusstsein ist. Und das erzeugt dann Stimmen und die haben dann wie eine eigene Persönlichkeit. Ich habe zum Beispiel auch mit Fiona von Schreck reden können und habe mit allen gut verstanden. Ich habe mit Gott reden können. Und da gibt's so viele Stories zum Erzählen wieder, was ich da erlebt habe. Aber ja, wird spannend, wird spannend. Mir geht's auch immer besser, wenn ich drüber rede. Aber ja, ich habe immer noch Zweifel. Die Ängste kriege ich schon langsam im Griff, aber ja. Anderes Thema. Wenn jemand Erfindungen von x-beliebigen Menschen so ernst nimmt, beziehungsweise sogar als real empfindet, ist das doch einfach extrem dumm. Also ich finde es nicht extrem dumm, sondern ich finde, das ist krank. Das ist eine psychische Störung. Und ich würde das nicht einmal dumm nennen, weil als Außenstehender kommt es einem vielleicht dumm vor, aber es ist halt die Tatsache, dass das alles im Kopf passiert. Na gut. Machen wir weiter. Oder verstehe ich da was falsch? Ja, nein, es ist ja immer Interpretationssache. Wer, wie gesagt, will ich nicht beleidigen oder so, das ist eh nicht, keine Sorge, aber mich würde wirklich interessieren, wie man Fiktion und Wirklichkeit so einfach mischen kann und das für bare Münze nimmt. Es ist halt eine Schizophrenie, eine Psychose. So funktioniert das. Und ich habe auch Schmerzen gehabt, viele. Da kann ich euch eigene Geschichten erzählen. Zum Beispiel von Schutzdimensionen und so. Ich habe so körperlich erlebt, die Halluzinationen, alle die Berührungen und alles und darum nicht gut. Man muss aber auch sagen, das hat erst wieder angefangen, wie ich zum Kiffen angefangen habe und den Neuroleptiker reduziert habe und dann selbstständig ausgeschlichen habe. Also, ich habe immer noch die körperlichen Halluzinationen. Und die das sogenannte Stimmen hören. Ich erkenne so immer wieder, dass von meinen Gedanken entspringen, aber ja, es ist halt wie es ist. PS, ich denke nicht, dass irgendwer getriggert wird. Mich interessiert auch die Details und ich hoffe, du kannst diese Vermischung von Fiction und Realität genauer erklären. Ja, es ist eben wegen Multiversum und was ich schon erlebt habe. Ja. Anscheinend habe ich eine Prophezeiung geschrieben, ich habe einfach irgendwas in der Schizophrenie geschrieben und dann habe ich gedacht, das ist eine Prophezeiung, die wirklich eintretet. Das ist das, vielleicht zeige ich euch das Programm mal, wenn ihr es wieder seht. In ein paar Videos habe ich eh schon ein bisschen was vorgelesen. Wer. Und das PPS stört mich ein bisschen. Bevor 20 Horse. Und zwar statt Benzos könntest du vielleicht Indica wie zur Angstlösung probieren, zum Beispiel Northern Lights und Hindukash. Das Weed hat mich erst dazu gebracht, dass ich wieder auf die Stimmen höre und mich auf die konzentriere. Mir ist ja vorher gut gegangen. Ich meine, das war irgendwie eine sehr interessante Erfahrung, die ich mitgemacht habe. Sehr emotional auch, aber es ist besser in der Realität zu bleiben und ja. Es ist ein Kampf. Also nein, Weed bringt nichts, würde ich nicht benutzen, übrigens. Da hat dann der Dualdachschaden zu dir noch einmal einen Comment rausgelassen. Tolle Idee von dir, in Cannabis zu empfehlen. Empfehl's keinen schizophrenen Cannabis, es bringt nichts. Auch wenn es Indica ist, es geht trotzdem auf, es ist trotzdem psychoaktiv. Vielleicht hilft vielleicht gegen Angst, ja, es kann sein, aber Psychosen meist gar nicht gut. Da muss ich dir vollkommen recht geben, Dualdachschaden. Und High Horse for 20, ich hoffe, ich habe dir ein bisschen einen besseren Einblick geben können. Wie ich das sehe, wenn du irgendwelche Fragen hast oder irgendwer eine Frage dazu, es kommen eh bald die Videos, was ich erlebt habe in diesem Jahr an schizophrenen Sachen. Und ja, das war's für die erste.
Danke für das lange Kommentar und das Abo. Und ja, ich hoffe, es hat dir gefallen und ein bisschen einen besseren Einblick in meine Welt geben, aus der ich gerade flüchte, aus dieser kranken Welt. Na gut, ich wünsche dir, hi was, noch einen wunderschönen Tag. Du Allschaden, du auch, du warst ja auch im Kommentar dabei. Und natürlich jeden, der sieht, eine wunderschöne Zeit. Jetzt geht es nämlich wieder los, dass wir die Psyche in den Griff kriegen. Und ja, das schaffen wir schon gemeinsam, ohne dass wir leiden muss, wie es in meinem Kopf wäre. Und ja, ich bin raus fürs Erste. Peace out, Leute.